Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Minecraft. Und zwar sind wir hier stehen geblieben bei der verfuchsten Aufgabe, da hochzukommen, weil wir an diesen blöden Schalter da oben kommen müssen. Weil wir wahrscheinlich durch diese Wand wollen oder was auch immer wir wollen. Es gibt ja immer nur eine Alternative. Nochmal hier drunter stellen, damit wenn ich ich breche mir das Bein Todes sterben. Crap, crap, crap. Und wir versuchen es immer noch. Ich muss gestehen, ich habe mir ganz kurz die Sekunde angeguckt, wo vorkam, wie man es macht. Und nur um festzustellen, dass ich recht hatte, wie man es macht. Dass man einfach nur diesen blöden Schalter in die Hand nehmen muss und den einfach nur schieben muss. Nur halt zum richtigen Moment. Und ich krieg's gleich hin. Ich brauchte nur noch Bestätigung. Halt so ein kleines Bestätigungskind. Muss ich da jetzt einfach nur dran springen? Ja. Ah, okay, es reicht. Oh, oh, oh. Okay, ja, jetzt ist da so Elektroschockszeug. Ein Glück, dass wir das da gleich runtergeschoben haben. Jetzt geben wir aber Gas. Da habe ich jetzt keine Lust drauf. Es wird dunkel. Ich sehe mich ja bald selbst nicht mehr. Ein Glück, dass meine Augen leuchten. Muss ich da jetzt hoch? Alter, nein. Halt. 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 Warum habe ich das... Wie er so hochfliegt. So nach dem Motto, ja, ganz besonders. Oh, ups, leider habe ich das Glas umgeschmissen. Oh, 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 es geht ja gleich hier in Bewegung weiter. Crap. Okay, ich muss ein bisschen langsamer sein. So, jetzt jump. Wie er immer so in die Höhe fliegt, weil ich kann nicht zu früh springen. Sonst, springe ich über den Wagen hinweg und dann werde ich ja von dem Elektroschock umgebracht. Also später springen. Perfekt. Shoot, shoot, shoot. Oh, kann ich hier jetzt einfach draufbleiben? Kann ich draufbleiben? Muss ich springen? Muss ich springen? Ich muss springen. Oh, mies. Was muss ich denn machen? Ah, ich muss es anhalten. Okay. Okay, okay, okay. Bleib stehen, bleib stehen. Nein, nein. Ach, kann ich es einfach wegziehen? Das ist ja mal schwer. Das rollt doch wieder los. Crap. Okay, da muss ich jetzt so richtig Gas geben anscheinend. Alter, ach, was die sich bei dem mal ausdenken, ey. Schnell, 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 renn, renn, renn. Renn, jump. Schaff ich doch nie. Schaff ich nie. Was wollen die von mir? Keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Kann ich das vielleicht so rumschieben? Aber das hält nicht. Oh Mann, gleich beim nächsten großen Rätsel, ey. Sind wir hier bei Galileo Mystery oder was? Kann ich mich auch einfach hier dranhängen und warten oder werde ich dann auch umgebracht? Oh, ja, okay. Ups. Ey, jetzt bin ich wirklich verwirrt. Weil ich kann mich da auch nicht alleine dran hängen, ne? Run, 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 run. Ah, okay, es geht doch. Es geht doch. Okay, es geht, es geht. Ich glaube, dass es geht. Ich muss mich nur beeilen. Ich muss halt echt früh springen. Boah, das ist übelstes Timing. Okay, und er muss langsam losfahren. Also muss ich es auch genau dort stoppen. Weil wenn er dann schon Schwung aufgenommen hat, dann ist das scheiße. Nein, guck, jetzt bist du wieder zu schnell. Ah, ich schiebe es währenddessen noch nach hinten. So muss ich es bestimmt machen. So, und dann gleich springen. Ja, genau, so, so, so. So sieht das schon besser aus. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Jump! Aha. Drehen wir uns jetzt gleich wieder. Oh, wow. Okay. Ups, jetzt bin ich runtergefallen. Geil. Das hat irgendwie was von Saw. Vom ersten Teil. Für die, die es nicht gesehen haben und die, die es sich auch nicht anschauen sollten, wollte ich nochmal erwähnt haben, ich sehe überhaupt nichts. Oh, oh, ich glaube, das war falsch. Das war, glaube ich, so ein bisschen falsch. Ja, wo ist die Kugel? Hi!
okay. Ja, und zwar gibt es da so eine Szene, wo es irgendwie auf einmal ganz dunkel ist. Da ist es noch so ein bisschen gruseliger, weil der Hauptprotagonist in diesem Fall keine Taschenlampe oder sowas parat hat und deswegen mit einem Fotoapparat durch die Wohnung rennt und immer wieder einen Blitz auslöst, um was zu sehen. Und man sieht halt immer nur ganz kurz diesen Ausschnitt. Und das ist schon, wenn man zu Hause ist und es dort macht, nicht angenehm. Und dann da drin, in dem Film war das nochmal ein sehr gutes Stilmittel. Und da unten ist irgendein Elektroschocker-Teil. Das heißt, ich warte jetzt mal ein bisschen und dann jump ich darüber. Oh, hier auch. Wo muss ich hin? Oh, oh, oh. Ah, okay, das ist eine Kiste. Okay, ich glaube, da muss ich nicht hoch. Ich glaube, ich muss hier runter, weil mir nur da beleuchtet wird. Wie es halt so ist bei Limbo, man hat nur den Weg, den man gehen kann. Ich mag das Spielprinzip eigentlich. Ich weiß nicht. Ich hab da echt kein... Nein! Du hässliches... Ah, dummes Kind. Musst du so weit springen? Warum bist du so überengagiert? Crappity crap. Blödes Kind, ey. Sehe ich wieder nix. Ah, mir ist kalt. Nein. Okay, ich bin nicht zu früh gesprungen. Muss ich hier wieder ein bisschen warten. Kann ich nicht direkt unten drunter springen? Wow, 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 was ist los? Ich dachte immer so nach dem Motto, Lag bringt Safe State, aber pff, wohl nicht. Klingt wie so eine Erlösung, der Sound am Ende so. Oh, du hast es geschafft! Du bist so toll! Wow. Kann ich hier nicht langsam runter? Mach einen Tick. Ja, perfekt! Sag ich denn, ich vertraue da auf dich. War hier davor nicht noch was anderes? Hier war doch davor so eine riesen Lücke, wo man so runtergefallen wäre. Oder kam mir das nur so vor? Das sieht aus wie ein Laser. Soll ich mal reinspringen? Kinder? Irgendwie, ich glaube, ich lasse es lieber. Ja, und jetzt? Okay. Wow. Ah! Oh, okay, ja dann. Wow, super. Wie auf seinem Gesicht gelandet. Das war Platsch. Kann man die irgendwie verschieben? So. Ihr wisst schon. Kann ich das vielleicht erstmal auslösen, dass es dann kaputt ist oder so? Wohin muss ich denn überhaupt? So weit kann ich doch nie rennen. Was war das? Oh, mein Schuh! Gib mir meinen Schuh wieder zurück! Vor allem aber diese Engelsmusik so. Ah, du bist gerade zerfleischt! Da unten, ich sehe es ganz genau, ist ein Zahnrad. Das kann man garantiert verschieben. Ich weiß nur noch nicht, wie. Kann man da runterspringen? Well, apparently not. Oh, 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 oh. Okay, okay, okay. Ah, jetzt muss ich da drauf schießen. Crap. Aber so muss ich das bestimmt machen. Hä? Funktioniert es nicht? Schieß dieses Ding kaputt, du Fisch. Und hör auf, Engelsmusik abzuspielen. Das ist... Irgendwie passt das hier nicht zusammen. Na, also... Ach Gott. Das hat jetzt aber lang gebraucht. Ja, okay. Ja, schieß ruhig. Ich geh dann schon mal weiter, ne? Man sieht sich dann später beim... Keine Ahnung, Schießstand oder wo auch immer Jimmy als nächstes umgebracht wird. Was ist hier? Irgendwas, wo ich nicht drankomme. Dazu brauche ich eine Kiste. Dazu muss ich diese Kiste bestimmt da drauf schieben. Oh, cool! Oh. Warum funktioniert das mit mir nicht? Ich will auch schwerelos sein. Das finde ich jetzt dreist.
Ah, okay, okay. Ja, nein, shoot. Geht mir mein Zeug wieder zurück. Okay, aber ich weiß, wie es geht. Okay. Und zwar tue ich das darüber. Oh, da muss ich mich jetzt aber beeilen. Okay, das heißt, ich laufe schon mal auf die Seite, weil ich muss das Ding dann mitschieben. So. Nein, das hebt sich ja ab. Ich muss da ja hochspringen. Nein, bleib stehen. Crap. Was? Hä? Okay. Ich versuch's einfach mal. Jetzt bin ich doch wieder verwirrt. Weil ich. Es bringt mir nichts, weil ich muss das Ding ja hoch. Ich muss das ja oben halten. Das heißt, ich muss ja selbst auch dort irgendwie hochkommen. Und das kann ich doch nur, indem ich das andere nehme und dann dahin renne. Aber das kann ich nicht, weil das wegrennt. Gib mir meine Kiste wieder zurück. Nein! Crap. Crappity crap. Okay. Kann ich da so drauf springen? Ja, kann ich, aber das bringt mir genauso wenig. Ah, doch, vielleicht. Wenn ich beide an die Schräge stelle. Ah, oder so. Halt! Au, au, crap. Wenn ich beide an den Rand stelle, vielleicht bringt das irgendwas, dass sie dann, keine Ahnung, den einen ganz hoch schieben oder... Ich bin halt optimistisch, ja? Lass mich in Ruhe. Rollt um euer Leben! Nein, bleib stehen! Au, au! Ja, bleib drauf! Das, glaube ich, nämlich könnte auch sein, dass ich das eine einfach irgendwie nur drauf fallen lassen muss oder sowas. Deswegen probieren wir das jetzt nochmal. Oh, ich hätte vielleicht eins irgendwie so, dass es hier unten wieder landet. Ja, so war das bestimmt auch gedacht. Oh ja, ich weiß, ihr seid alle so intelligent. Ihr hättet's gewusst. Nein, bleibt drauf. Crap. Okay, diesem Problem widmen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Limbo.